Aufbauspiel mit Twitch-Integration. Oh, was? Erzähl mir mehr, ich komme näher. Wenn dein Stuhl Falten steckt, solltest du mal zum Arzt. Ja, das ist, weiß auch nicht, was das ist. Das ist aber ganz unangenehm. Moyoto, das geht einfach ganz random. Das geht immer ganz random. Hatte mal Oris vor einiger kleinen Weile gespielt, weil sie haben gesagt, okay. Ja, Spiele mit Twitch-Integration. Oh, wir wollten ja auch mal irgendwann Subnautica mit Twitch-Integration spielen, ne? Ei, scheiße. Scheiße. Da müssen wir nochmal rein. Was? Tatjana hat das gewöhnliche Vorgang. Ah, guck mal. Ihr schlendert durch das Dorf und seht, was ihr erreicht habt. Vor gar nicht allzu langer Zeit war dieses Land Wildnis. Aber ihr kamt und habt etwas bewirkt. Ihr und euer Volk habt dieses ungezähmte Land in respektable Lande des Reiches verwandelt. Und dies ist erst der Anfang. Da eure Herrschaft Wohlstand für alle bringen wird. Auf den Wohlstand! Wohl stand er auf dem Schlauch und erzählte den Leuten etwas Falsches. Scheiße. So, talentiert bei Königreich. Nice. Ratschlag befolgt. Ja, geil, so sind wir. Kurier kommt immer näher. Okay, geil. Also mal kurz Pause machen, damit ich hier nicht überfordert bin. Pass auf, wir haben noch einen arbeitslosen Dorfbewohner, der auch noch keinen Namen hat. Jokka, ich danke dir vielmals für deinen Gifted-Sub an Space Jesus. Dankeschön. Na komm. Wenn wir schon dabei sind, Jokka, willkommen im Dorf. Frage ist, wo weisen wir denn jetzt zu? Ach, wir brauchen noch jemanden, der hier arbeitet, oder? Ach nee, brauchen wir nicht. Verdammt. Warte mal, Förster? Hatte Erik da mal nicht irgend so ein... Hatte Erik da mal nicht irgend so ein Schimpfwort gehabt, was er mal gesagt hat? Ich meine, mich erinnern zu können, dass der Erik da mal irgendwas Böses in diese Richtung gesagt hat. War das nicht der Förster F.I.E.K.? Ich meine, da war mal was. Aber ich weiß es auch nicht mehr. Ja, genau der. Ja. Okay, danke. Ja. Okay, wir machen hier Träger, come on. Passt. Alles klar. Ich erinnere mich. Okay, warte mal, was konnten wir hier nochmal machen? Verwaltet ein Mandat des Dorfes und empfängt Abgesandte. Multipliziert den Punkt der Gebäudeteile mit 2. Vorzubereiten abzuschließen, erlaubt das Dorfbewohner. Ah, okay, warte mal, Mandat auswählen. Diskutiert eine Abgabe mit eurem Dorf. Liste öffnen. Okay, nee, wollen wir erstmal nicht. Passt. Hauptsache, wir haben erstmal eins, das ist schon in Ordnung. Was haben wir hier? Zufriedenheit ist so, geht so, ne? Wir werden nicht... Oh, warte mal. Grüß Gott. Eine Botschaft aus dem Königreich. Das Königreich erkennt eure Bemühungen bei der Gründung eurer Siedlung an. Okay. Kannst du mal scheiße gehen? Interessiert mich doch nicht. Was wollte ich machen? Ach ja, hier unten gucken, was wir neu bauen können. Wir brauchen Dorfkirche. Ja, die werden wir brauchen. Relativ schnell sogar wahrscheinlich. Ich würde aber trotzdem gerne, glaube ich, mal in die Richtung Jagd gehen. Pass auf, wir holen uns mal ein neues Terrarium. Das können wir uns gerade so leisten. Ne? Leisten, ne? Und dann machen wir mal die Jagdhütte. Ach, hier sind Wildschweine, guck mal. Perfekt. Die sind aber sehr weit weg dann. Hier? Ach, scheiße, hier ist gut. Kacke. Aber wir können die Jagdhütte ja hier hinsetzen, das passt schon. Hier direkt an den Weg. Warte. Wo ist da der Eingang? Ich setze es einfach hier hin. Passt schon. Zack. Bauma.
Ach, lol, ich hab die Cam ja ausgemacht, weil ich mein. Ja. Weil ich meine Falten aus dem Stuhl geholt habe. Was? Warte, was? Moment. Ganz falsche Geschichte. Glauben Sie, diese Geschichte ist wahr oder erfunden? Erfunden. Okay, dann machen wir hier hinten mal Jagdgebiet und hier. Erstmal. Das passt erstmal. Bitte? Ja, das ist. Dinge sind passiert. Okay, die zufrieden, das ist wirklich nicht. Die wollen halt wirklich jetzt eine Kirche haben, ne? Meine Güte. Oh, warte mal, hier wartet jemand. Treffen mit dem Dorfältesten. Erik, ich habe jetzt keine Zeit. Die Dorfältesten, die überaus respektierten Anführer unter den Arbeitern der Region, haben von eurem Dorf erfahren und wollen sich für euer Volk als nützlich erweisen. Sie haben Willkommensgeschenke mitgebracht, Werkzeuge. Oh, Werkzeuge, um das Schicksal eurer Dorfbewohner leichter zu machen. Geil, danke schön, vielen Dank, Gib. Werkzeuge erhalten. 10 Stück. Ja, nice. Vielen Dank. Könnt ihr da hinlegen, ne? Könnt ihr da hinlegen. Dankeschön. Kati Hu, gute Nacht. Schlaf gut. Kurznächtle. Ja, wir werden eine Kirche brauchen, sonst werden die immer ungeduldiger da oben. Wir werden sie errichten, ne? Aus der ersten Staffel weiß ich, dass die Kirche am Ende des Tages sehr viel Platz einnehmen kann. Deswegen setzen wir sie hier hin. Das muss so erstmal gehen. Können wir hier. Kann man Bäume irgendwie abreißen? Das gibt mir voll auf den Sack, dass hier gerade alles voller Bäume ist. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir hier nicht ins Minus gehen, ne? Wir haben nämlich Basis für eine Schatzkammer. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht ins Minus kommen, ne? Wir machen gerade 12 plus, wenn ich das richtig sehe. Letzter Monat minus 6. Da müssen wir ehrlich gesagt ein bisschen aufpassen. Wir warten gerade nochmal einen kleinen Moment. Wir müssen mehr plus machen. Das heißt, wir sollten tatsächlich schauen, dass wir uns erstmal jetzt hier... Ah, guck mal hier, perfekt. Da kommen auch schon neue Leute, das ist geil. Das heißt, wir werden jetzt gleich auch die Fleischerei bauen. Die setzen wir gleich noch hinterher. Ich glaube, die ist erstmal wichtiger als die Kirche jetzt, oder? Sollten wir die hier hinten hinsetzen? Ja, come on. Passt. Let's go. Und zwei neue Leute. Nice. Können wir einen schon mal direkt bei den Jägern hier reinpacken. Zack. Wunderbar. Super nice. Wie lange spielst du schon? Oh, ja. Weiß ich nicht. Ich glaube 2 Stunden oder so. 1,5 Stunden wahrscheinlich eher. Apropos Schlepphoden, an mir ist vorher ein Auto vorbeigefahren, welches anstatt einer Anhängerkupplung Hoden deichen. Oh ja, das kenne ich auch. Das kenne ich, das hat hier auch einer gehabt im Dorf. Ja. Das hat hier auch schon mal jemand gehabt. Das sah echt ekelhaft aus, Mann. Das sah echt widerlich aus. Oh, das war echt nicht lecker. Ich weiß auch nicht, warum man das macht, keine Ahnung. So, warte mal. Hatte das Ding nicht 12.000 Anbauten? Ja. Vor allem, du kannst ja später auch noch so eine Kathedrale oder sowas bauen, ne? Richtig wild. Oh, kann sein, dass wir mehr Unterkünfte dingsen müssen. Wobei, geht eigentlich, ne? Wer ist denn hier lang gelaufen? Hä? Okay. Ja, wir machen mal hier, die können hier ruhig ein bisschen weiter bauen. Wobei... Vielleicht nur bis hier. So. Wobei hier auch kacke ist, weil da ist das Steinding, ne? Vielleicht mal nur bis so irgendwie. So. Und hier kommt die Kirche hin. Ja, hier machen wir die Kirche hin. Da sollen sie nicht bauen. Hier eigentlich auch nicht so wirklich, weil da ist ja unser Dorfzentrumsdingens. So, bis hier. So, bis hier dürfen sie. Dürfen sich den Berg hier noch hochbauen, das ist okay.
Da, guck mal. Perfekt. Nice. Okay. Wie sieht's hier aus? Der Absatz? 7 diese Woche verbraucht. Das ist wirklich nicht viel, ne? Das ist wirklich, wirklich, wirklich nicht viel. Wie sieht's hier aus? Okay, geil. Hier wird schon nice gebaut. Das ist schön. Dann kann hier auf jeden Fall auch das Fleisch gelagert werden. Wobei ich hier eigentlich nur das fertige Fleisch haben möchte. Wir können hier auch nochmal Beeren lagern lassen. Das passt schon. Okay. Oder unten ist gerade ein Haus fertig geworden. Cool. Nice. Sofa Gaming 1983. Dankeschön für deinen neuen Sub. Ein herzliches Willkommen. Vielen, vielen Dank. Fantasy 29. Dankeschön für deinen neuen Sub. Liebe geht raus. Herzlich willkommen. Und auch an Sangimius. Auch an dich. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Vielen, vielen Dank für deinen neuen Sub. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So. Hier wird fleißig gebaut. Ah, das Ding ist auch gleich fertig. Perfekt. Einen Arbeitslosen haben wir, glaube ich, noch, ne? Yes. Haben wir hier auch noch einen. Huch. Fantasy, das Dörflein heißt, wie das Dorf immer heißt. Wo sehe ich denn das nochmal? Nee. Wo sehe ich denn das nochmal? Ich glaube hier, ne? Hier. Das Dorf heißt New Florida. Und wir sind der Lord Flur. Nee, Lukas, das passt schon. Kannst ordentlich knalle. Mensch, verstehst du, was ich meine. So, hier wird jetzt Fleisch hergestellt. Und dann brauchen wir aber auch automatisch einen neuen Markt, auf dem wir das Fleisch verkaufen können. Muss ich nochmal gucken, wo wir den hinsetzen, weil hier habe ich zugebaut, da habe ich auch zugebaut. Wie sieht es denn hier aus? Können wir da vielleicht noch einen kleinen Markt hinsetzen? Geht das? Weil ich kann den auch einfach erweitern, oder was war das, ne? Warte mal, den erweitern? Gebäude bearbeiten, Marktstand. Ah, genau, wir konnten nämlich einfach einen neuen weiteren Markt hinzufügen. Richtig, richtig, richtig. Ah, ja. So nämlich. Zack. Und bauen. Juhu. Nehmen wir euch zusammen. 7 Days in a Raft. Sofa Gaming, Liebe geht raus an dich. Liebe geht raus an dich. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Muss natürlich nicht, ne? Keiner soll sich jetzt zu irgendwas gezwungen fühlen, bitte. Das ist ganz wichtig. Aber natürlich freue ich mich sehr, wenn du es trotzdem tust. Und bedanke mich ganz herzlich. Dankeschön. Und Green Gecko, Dankeschön auch an dich für deinen neuen Sub. Ein herzliches Willkommen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke, danke, danke. In Florida endet jeder Name einer Straße eines Weges auf Flur. Neuflursteiner Straße. Gut, ist jetzt keine Endung, aber ne? Trotzdem Luftdip. Lord of Terror, rein mit dem Käffchen. Geil. Kafkes. Oh, warte mal. Wir brauchen noch einen Arbeitslosen. Da komm. Ah, guck mal, ideal. Hey. Ah, die kommen ja wie gerufen. Mein Gott. Die kommen ja wie gerufen. Als hätte man gesagt, pass mal auf, kommst du ran, bitte. So, das Ding wird auch gerade gebaut. Das ist fantastisch. Da vorne kommen die zwei Herrschaften. Kommt mal ran, bitte. Neue Knechte. Naja, gut, so würde ich das jetzt nicht ausdrücken. Finde ich jetzt ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Würde ich jetzt so nicht ausdrücken. Ne? Jetzt die Knechte, das ist jetzt gemein. Und das hört sich jetzt irgendwie auch falsch an. So. Zack, direkt rein da los. Zack, zack. Also.
Haben sich wahrscheinlich nur verlaufen. Weiß nicht, wie viele. Oh ja, geht. Geil. Geht. Cool. Nice. Oh, der Händler kommt. Guck mal. Dann heißt es, gibt gleich Kohle, wa? Okay, sobald wir gleich die Möglichkeit haben, werden wir. Ja, die Zufriedenheit ist halt wirklich nicht gut, ne? Nahrung und Gottesdienst. Aber gut, ich meine, das Ding ist. Wir haben ja hier jetzt gleich das neue Ding. Das Source zuweisen, Fleisch. Geil. Und ich glaube, Fleisch lagern wir ja auch hier im Nahrungslager, ne? Da sind schon 10 drinne, perfekt. Das heißt, wenn die jetzt Fleisch anbieten, dann müsste hier die Zufriedenheit auf jeden Fall auch wieder ein bisschen hochgehen. Das ist gut. Haben sich wahrscheinlich nur verlaufen. Ja, aber siehst du, zack. Und schon sind sie in Arbeit drin. Geil. Oh, ich bin auf der Durchreise. Ich wollte. Ja, ja, das ist nicht schlimm. Komm, gehen Sie hier bitte schlachten. Stellen Sie sich mal bitte nicht so an. Okay. Mal gucken, hätten wir noch irgendwo. Ach, warte mal, ja, hier bei den. Ja, bei den Trägern. Guck mal, perfekt. Ja, so. Ja. Zack. Ach ja, guck mal. Oh. Ups. Geil. Bleischleuder, Liebe geht raus an dich. Freut mich sehr. Jederzeit herzlich willkommen. Aber wenn es mal nicht klappt, dann ist es so. Ne? Dann ist es so. Aber ich freue mich natürlich über jeden, der da ist. Liebe. So, hier wird der Stand noch schön aufgebaut. Alles gut. Komm, hämmern, hämmern. Wer ist das? Mace. Das machst du gut, ne? Das machst du gut. Schön die Späne ins Essen rein. Ja, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Macht nichts. Kannst Schneidrücke. So, wie sieht's mit der Kohle aus? Plus 34 machen wir gerade. Durch Handel machen wir 38. Das ist geil, glaube ich, ne? Wir sind ordentlich Bretter am Verkaufen. Theoretisch gesehen könnten wir. Wir könnten theoretisch gesehen sogar noch mehr verkaufen, aber. Ah, weiß ich nicht, was wir das jetzt gerade machen sollten. Oh, wir können hier neue Sachen bauen. Guck mal, Kleidungsproduktion. Taverne. Aha. Landwirtschaft, Steinmetz, Warenmarkt. Erlaubt euch einen Vogt zu benennen, welcher verschiedene Mandate für das Dorf erfüllen kann. Zierelemente. Okay. Jetzt bin ich überfordert. Ah, das geht mir zu schnell. Wir warten mal noch ein bisschen. Wir warten erstmal, bis wir müssen die Kirche bauen. Wir müssen die Kirche bauen. Damit die. Ne, die wollen ja hier. Oh, Gott. Gott und die Welt. So. Ein Fenster. Eine Tür wäre gut, ne? Glockenturm. Aber da würde ich am liebsten zwei bauen, ne? Scheiße. Was brauchen wir denn da? 7 Werkzeuge, 32 Steine. Okay, dann muss es das erstmal tun. Nein, wir brauchen einen Glockenturm. Oder was? Ja, wir brauchen einen Glockenturm. Scheiße. Glocken. Okay, wir können den noch ein bisschen erhöhen. Das ist geil. Das ist geil. Ja, da sehe ich uns. Let's go. Sehr schön. Ich würde gerne hier, glaube ich, dass die das Holz hier mal abreißen. An alle, die das Game auch zocken, wenn ich jetzt hier sage, die sollen hier das Holz abreißen, ne? Ist das dann schlecht für die Wohnqualität hier oder hat das überhaupt keinen Einfluss? Weiß das gerade jemand? Josely, danke schön für deinen Raid. Vielen, vielen Dank. Ein herzliches Willkommen. Ein ganz, ganz großes Dankeschön. Was gab's Tolles bei euch im Stream? Was habt ihr Nices gemacht? Ah, doch, warte, Moment, ich weiß es. Palworld. Ich hab's vorhin noch gesehen in der. Ich hab's vorhin noch gesehen in der Übersicht. Ich glaube, es war Palworld, oder? Oder war das gestern?
Ich glaube, Joseli ist einfach maximal der Palworld-Sucht verfallen. Ups. Hat keinen Einfluss. Okay, warte mal, dann lass mal hier ein bisschen. Ich will die Bäume hier weg haben. Die Langzeitstudie muss ja weitergehen. Ah, ob es wirklich Spaß macht, meinst du? Ja, gut, hast du natürlich recht. Ich finde, so nach 100 Stunden kann man dann auch mal einsehen, dass es keinen Spaß macht. Wie der eine Dude damals bei Starfield. Ja, bis zu 130 Stunden gespielt, ist ein Scheißspiel. Ach, ja, klar. Natürlich. Ja, sicher. Verstehe ich vollkommen. 100 Stunden in dem Game drinne ist Kackspiel. Fühle ich. Komische Leute gibt's, ne? Oh, was? Keine Ressource zum Abbau verfügbar? Bitte? Oh. Oh, wurden alle Tiere hier geschlachtet, oder was? Oh ja, tatsächlich. Oh no. Oder? Oh. Ja, da müssen wir hier leider noch ein bisschen weiter reingehen. Spawnen die Tiere nicht nach, sag mal? Das ist ja kacke. Und Joseli, danke schön auch für deinen Resub, ne? 20 Monate. Liebe geht raus an dich. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke. Bin etwa ca. 75 Stunden, da kann ich das noch nicht genau sagen, ob es was für mich ist. Da musst du schon nochmal mindestens für. Oh Gott, so viele neue Leute. Da musst du schon nochmal mindestens so 75 Stunden dranhängen, um dass du das wirklich so als Ersteindruck irgendwie liefern kannst, ne? Schwierig. So, pass auf. Wir haben Arbeitslose, haben wir. Ah ja, sicher, gell. Wir haben Arbeitslose. Die sind dran schuld, dass wir so viele Ausgaben haben. So. Osterhilde. Ja. Warte mal, immer. Wenn schon, ne? Wenn wir mal richtig. Oh. Wen haben wir denn hier noch? Glogrian. Er nennt sein Kind denn bitte? Klo. Glogrian. Rodan! Nice. Geil. Estebor. Wenn du durch den Regenwald läufst, ne? Boah, die ganzen Äste, boah. Boah, die ganzen Äste. Oh Gott. Willkommen zurück, Lord of Terror. Ich lass mal Estebor, lasse ich erstmal. Wir müssen aber erstmal gucken, wir brauchen mehr Arbeit, ne? Sonst haben wir hier gleich ein Problem. Ah, Markthändler brauchen wir erstmal noch. Dann dürfte hier oben auch gleich, hoffe ich mal, dieses Dings hochgehen. Träger haben wir genug. Hier auch, perfekt. Bergarbeiter können wir erstmal noch zwei hinzufügen. Ob wir es brauchen, weiß ich jetzt nicht so genau, aber ist erstmal egal. Hauptsache, die sind vom Arbeitsmarkt unten. Diese Motto hat mir immer gefehlt. Could you not? Warum sehe ich das nicht, Lukas? Ich sehe immer nur, dass du Could you not schreibst, aber ich sehe nicht. Ich sehe das Emote nicht. Komischerweise. Ist dann 70 Mio. Ah, okay, alles klar. Gut, never mind. Ich hab nichts gesagt. Warte mal, Rodan ist immer noch arbeitslos. Rodan, was machen wir denn da? Oder wir bauen irgendwas Neues, warte mal. Fleischerei haben wir, Dorfkirche bauen wir gerade. Das ist alles nur Deko hier, ne? Okay, das heißt, wir können uns jetzt theoretisch gesehen dem nächsten Zweig widmen. Fischerei ist es noch nicht, weil können wir nicht machen. Weil wir kein Wasser hier haben.
Das heißt, wir könnten jetzt entweder gehen wir jetzt in die Kleidungsproduktion, oder wir gehen in die Landwirtschaft. Was meint ihr? Landwirtschaft oder Kleidungsproduktion? Ist eigentlich beides nicht schlecht, ne? Kleidung für die Zufriedenheit. Das ist ein Argument. Das ist ein Argument. Lugash? GG. Sollten wir vielleicht dieses Gebiet hier noch kaufen, aber dann sind wir wirklich erstmal brach, ne? Wir warten erstmal noch einen Moment. Können das ja gleich bauen. Das passt schon. Haben wir zufälligerweise diese Handelsroute, die wir hier haben, ne? Mit dem Bruder hier. Northbury. Wo sind wir denn jetzt hier? Wirtschaft, Fortschritt? Ne, Armee? König? Ne. Wo? Ah. Wollen die zufälligerweise Kleidung kaufen? Ah, die wollen Fleisch kaufen. Kräuter. Ach, geschliffener Stein wäre natürlich auch nice gewesen, ne? Oh, aber warte mal, wir könnten aber trotzdem den Steinmetz auch immer noch mitnehmen. Schaut's von der Kohle her aus. 50 kostet er, ne? Lass den trotzdem mal mitnehmen. Und dann bauen und dann können wir den unseren geschliffenen Stein verkaufen. Warte. Steinmetzhütte. Ja. Let's go. Und dann können wir nämlich sagen, pass mal auf, die Steine lagern wir mit hier. Geschliffener Stein. Und dann, pass auf, jetzt wird es richtig krass. Also jetzt wird sich das Gameplay maximal verändern. Dann sagen wir nämlich, alles über Stückzahl verkaufen. Wir selbst behalten so um die 20. Oder 15 und den Rest hallern wir einfach raus. Wow. This is crazy. Ja, heftig, ne? Also ich bin halt... Also Habeck könnte von mir halt noch was lernen, ne? Würde ich so stehen lassen, die Aussage einfach. Bauanforderungen nicht erfüllt? Hä? Aber es wird doch gebaut, oder nicht? Oder hab ich habe keine Genehmigung. Warte mal jetzt, warum... Acht... Das passt alles. Vier Holz. Zuhörige Elemente. Strohgedecktes Kirchen. Ja, das haben wir. Bescheidenes Tor haben wir auch. Eins von eins. Das war, ja, okay, wahrscheinlich, weil der gerade noch am Bauen ist. Ne? Wir warten mal. Das Gameplay wird sich ändern, also endlich... Sag mal, Pommes, weißt du? Nee. Sehe ich nicht. Sehe ich einfach nicht. Nee. Oder wir brauchen Stoff. Wir haben keinen Stoff. Das ist doch scheiße. Können wir Stoff vielleicht ertraden? Verkauft nicht der Bruder, mit dem wir handeln, Stoff? Warte mal. Edu-Lappen. Ressourcen. Verkauft der nicht Stoff? Ja, der verkauft Stoff. Warte. Kaufen wir das Inventar, die Stückzahl erreicht hat. Ja. Stoff. Mama 10. Das sind 40 Münzen. Das sollte erstmal passen. Bei 38 Einnahme ungefähr einfach mal 40 Stoff kaufen, das ist schon in Ordnung. Ich glaube, das ist okay, oder? Also ich würde das fühlen.
Sehr sogar. Der Chat scheint mir Glück zu haben, ich nenne es Skill. Natürlich ist das Skill. Hä, na klar. Das ist, der Chat ist immer neidisch, wenn man bei Pal World mit dem ersten Wurf einer Sphäre ein ziemlich krasses Perl fängt. Ich kenne das. Ich kenne das. Das ist aber Neid. Also das ist halt auch der Neid, der aus den Leuten anspricht, ne?